Hallo und willkommen zu einem weiteren Skylander Superchargers Unboxing. Und zwar haben wir heute ein Fahrzeug, ein Luftfahrzeug für euch. Und zwar handelt es sich um den Stealth Stinger. Das Fahrzeug von Supershot Stealth Elf. Supershot Stealth Elf haben wir euch ja schon vorgestellt. Die ist in den Starterpacks, ich glaube sogar in fast in allen Starterpacks mit drin. Die haben wir mittlerweile zweimal, weil wir das Wii und das Wii U Starterpack haben. Und deswegen habe ich mir gedacht, da holen wir uns auch noch den Stealth Stinger dazu, damit wir Fahrer und Fahrzeug da komplett haben. Luftfahrzeug haben wir sowieso erst eins. Deshalb, dass wir da nochmal eine Alternative haben. Ich bin mal gespannt, wie der sich so fliegt. Das ist ja der einzige Hubschrauberartige, das einzige Hubschrauberartige Fahrzeug im Spiel. Und ja, werden wir mal sehen. Aber ich würde sagen, du packst ihn jetzt erstmal aus. Bart ist schon geübt. Es geht immer schneller, ne? Aufkleber und Namensaufkleber. Möchtest du es aufkleben? Okay. Dann musst du unser Poster holen. Ja. Dann, aber bevor du das machst, ich finde, der ist ganz gut gelungen. Sieht aus, als wenn der aus Holz wäre, ne? Ja. Man kann ein bisschen nach vorne reingucken. Wenigstens sieht man den Lenker. Okay, gut. So, dann zeigen wir mal unseren Fortschritt. Das ist das, was wir bisher an Figuren haben. Ich hoffe, man kann das gut sehen. Ja, kann man. Das habt ihr ja alles, wenn ihr die vorherigen Videos gesehen habt. Da haben wir ja die Unboxings von gezeigt, mit einer Ausnahme, glaube ich, den Smash Hit. Ihn hier. Da haben wir euch das Unboxing nicht gezeigt. Den hat Bart sich nämlich zwischendurch mal geholt und konnte es nämlich nicht abwarten mit dem Auspacken. Deshalb werden wir das Vorstellen der Figur nachholen, wenn es sein Fahrzeug, den, wie heißt der? Sump Truck, den soll es noch dieses Jahr geben in Welle 3. Und wenn wir den dann irgendwann haben, holen wir das nach und zeigen euch auch den Smash It. Aber jetzt zeigen wir euch erstmal wie gewohnt eine 360 Grad Nahaufnahme. Ganz nah. So, hier ist er, der Stealth Stinger. Was für ein Zungenbrecher, ne? Stealth Stinger. Fast wie ein Ding. Ja. Einfach nur ein komisches Ding. Der grüne Hubschrauber. Ne? Nicht nur grün, auch ein bisschen blau. Der grün-blaue Pflanzenhubschrauber. Und zum Abschluss dieses diesmal etwas kürzeren Videos, da es sich nur um ein Fahrzeug handelt, zeigen wir euch noch in der Wii Racing Version, wie das Fahrzeug aussieht, was für Werte es da hat, mit dem Fahrer Supershot Stealth Elf.
Leise, aber tödlich. So, als Fahrer wählen wir mal unseren Super Shot Stealth Elf. Da das ja eher Luftfahrzeug ist. Wir sehen jetzt mal die Werte. Die haben sich natürlich schon ein bisschen erhöht, weil die Figur bereits auf Level 9 ist. Aber uns geht es ja heute um den Stealth Stinger. Stealth Stinger. So. Da haben wir direkt die Supercharged-Version. Wir fangen mal mit der Standard-Version an. Wir sehen wieder die roten bzw. orangefarbenen Balken sind die Werte des Fahrzeugs. Die grünen sind die Werte des Fahrers. Ja, das ist ziemlich ausgeglichen. Ganz gute Beschleunigung. Handling, Höchstgeschwindigkeit, Feuerkraft und Rüstung im mittleren Bereich. Das ist schon ganz annehmbar. Schauen wir uns mal an, was es da noch gibt. Die Blütenpedale. Die grauen Balken, die wir jetzt sehen, sind die Verbesserung durch diese Modifikation. Da sieht man halt, dass die Rotoren halt wie eine Blüte aussehen. Gibt auf Höchstgeschwindigkeit einen guten Schub und auf Feuerkraft. Erreichbar erst, wenn das Fahrzeug Level 8 hat. Ui. Eichelpanzerung. Ja, das sieht ja sehr eichelmäßig aus mit dem Pilz oben. Das sieht natürlich schön aus. Und es gibt Handling und Rüstung. Finde ich sehr gut. Wird bestimmt gut steuerbar sein. Finde ich sehr schön. Und dann, wie bereits am Anfang gesehen, die Supercharged-Version, die auf alle Werte einen kleinen Bonus hat. Das meiste auf Beschleunigung, das zweite auf Handling, dritte auf Höchstgeschwindigkeit und Feuerkraft und Rüstung einen ganz kleinen Schub. Das sieht auf jeden Fall nach einem Fahrzeug aus, was gut zu steuern ist. Und was wahrscheinlich für ungeübtere Spieler den Spielspaß ein bisschen voranbringt. Da man da vor allem mit dem richtigen Mod, und zwar diesen hier, und Stealth Elf dabei, der, die ja schon selbst eine gute Handling-Werte hat, wohl einen gut steuerbaren, fliegbaren Untersatz hat. Ja, das war's auch schon für heute zu unserem Kurz-Unboxing und Kurz-Review des Stealth Stingers. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.